Ach, hier. Achso, hier oben geht's raus. Upsala. Ja, hier wird es wahrscheinlich genau die spiegelverkehrte Variante geben. Jetzt wird es wahrscheinlich irgendwo runtergehen. Doch, oder auch nicht. Hallo. Seid ihr denn eigentlich schon alle angeschlagen hier? Oh, der hat eine komische Waffe. Aber auch der ist schon angeschlagen. Bisschen later. So, du kriegst sie erstmal richtig schön besorgt. Und das war's. Was findet man in der Kiste? Naja, eine Tech-Karte. Sind wir erstmal bei Vieren wieder. Gibt Schlimmeres, würde ich sagen. Gut, dann war's das für den Tempel hier. Ja, klauen will ich eigentlich nichts. Weil mich auch nicht so wirklich viel interessiert, muss ich ehrlich sagen. Also hier so ein paar Statuen, ja, okay. Die Feuerkelche, die finde ich ganz cool hier. Muss ich zugeben. Ansonsten gibt es hier tatsächlich gar nicht mal so viel, was mich interessiert. So. Machen wir uns mal wieder hübsch. Und wir rennen wieder zurück. Zum Glück. Ja, jetzt erstmal wieder durch diese sinnlose Landschaft hier, wo einfach mal gar nichts ist. Gib Automat an Alex. Wir können ja einfach nebenbei nochmal ein bisschen was heilen oder so. Inventar können wir auch einfach mal nebenbei noch sortieren. Gegner werden, glaube ich, auch nicht kommen. Was war denn hier eigentlich? Achso, Automat, okay. Und zwei Kisten. Items. Batterien. Ja, hier so eine Siliziumplatine. Ich weiß nicht, wo man Elektrogegenstände herstellen kann. Ist mir noch nicht so ganz bewusst, an welcher Werkbank das möglich ist. Ja, naja. Sehr übersichtlich, wa? Unser Inventar. Was wir hier auch alles eingesammelt haben. Das war eine statische Zelle. Ja! Brauchte ich ein oder zwei? Ich hoffe, ich brauchte nur eine. Dann kann ich nämlich den Mini-Kühlschrank herstellen. Was ich sehr begrüßen würde. Oh, hast du schon wieder eine neue Quest? Ich mache mir Sorgen um meinen Freund Leori. Mein Freund Leori wollte mich vorhin besuchen, um zu Activity 1, aber ist nicht aufgetaucht. Ich habe Glitch Thieves in der Nähe der Old Stones Pillars, westlich von hier, gesehen. Kannst du bitte Leori retten? Nein. Irgendwann reicht's auch. Ich bin doch gerade an dir vorbeigelaufen. Warum hast du mir denn nicht gleich den Auftrag gegeben? Wenn ich eh schon auf dem Weg da hinten hin war. Ach, diese Leute hier. Denen fällt's auch immer wieder früh ein, dass sie meine Hilfe wollen. So, du warst friedlich, was? Tot. Totes Tier. Sehr gut. Schade. Okay, ich muss auf jeden Fall diese Roboter jagen. Falls ich doch noch eine zweite statische Zelle brauche. So, die droppen einfach gar nichts. Hier gibt's auch nichts. Sind wir denn eigentlich jetzt bald mal da? Jawohl, hier sind wir in diesem schönen Lager. Jetzt bin ich wieder durch Öl gelaufen. Morgen! Das habe ich nicht durchsucht. Earth Emergency Broadcast Codex. Hier hat schon wieder einer. Oh, hier haben sogar schon wieder so viele Quests. Oh. Earth is under attack from unidentified organism. Destruction is imminent. Evacuation is impossible with no major settlements of planet. If you are human receiving this broadcast, we are now an endangered species. The future of the Terran Protectorate is in your hands. Ja, wir waren ja live dabei, ne? Bei der Zerstörung der Erde. Also ist nicht ganz so neu für uns. Alter, jetzt haben die alle Aufträge für uns. Kann ich denn nur einen Auftrag gleichzeitig machen? Oder was ist das denn hier? Eine vereinigte Erde. Ach ja. Okay,
lese ich mir mal irgendwann durch. Warum habt ihr denn alle Aufträge? Mein Freund ist verschwunden. Es ist ganz cool zum Sammeln von... Ernsthaft? Zum Sammeln von Manipulator-Modulen und so weiter. Wollt ihr mich verarschen eigentlich? Mein Freund Montana ist hier noch nicht angekommen. Ach, endlich. Hier. Tagged. Mag das Geschenk? Ich erwarte keine Gegenleistung. Es fühlt sich gut an, einem Freund etwas zu schenken, den das er mag. Was kriegen wir? Impact Barrier. Schild. Ja. Cool, das könnte ich bei Einhandwaffen benutzen. Dit behalte ich. Also die Belohnungen sind echt gut. Ich habe bloß keine Lust, jetzt hier alle Aufträge nach und nach abzuarbeiten. Auch wenn die Belohnungen echt gut sind. Aber ich glaube, dann wird das Let's Play ein bisschen langweilig. Eine machen wir noch. Eskortiert Harriet. Finde Alex Freund Harriet. So, jetzt haben die anderen wieder alle keine Aufträge mehr. Also ich kann tatsächlich immer nur eine eins. Ah, nein, ich kann noch eine Quest machen. Ich möchte ordentlich Eindruck schinden. Bitte hilf mir etwas, das Emil aus den Socken haut. Als erstes werde ich einbreite. Benötigen sollte eigentlich von Warenhändlern die Oma geliefert werden. Aber ich glaube, sie schafft es irgendwo bei Depths of the Florian Hunting Grounds, westlich von hier. Oh, da waren wir doch überall. Wir müssen eh in die Richtung. Ach, jetzt ist die Quest weg. Great to see you, Ball. Alter, jetzt laufe ich tatsächlich wieder nach da hinten, oder was? So, was willst du? Mein Freund Cody ist bisher noch nicht angekommen. Ja, komm. Den suchen wir einfach auch noch. Ich hoffe, dass wir zwei gleichzeitig machen können. Also transportieren können. Mein Freund Ash ist noch, ja, Depths of the Florian Hunting. Die sind alle da hinten jetzt. So, Depths of the Florian Hunting Grounds. Ja, 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 komm. Und Small Hut, ne. Also, wir haben jetzt vier Aufträge, die theoretisch alle da hinten sind. Cody's Escort. Eskortiere Ash. Geiselnau. Also, wir gucken, ob wir jetzt alle vier gleichzeitig eskortieren können. Ja, wir müssen zwar jetzt noch einmal nach da hinten rennen, aber wenn wir dadurch viermal so eine Belohnungskiste bekommen. Außerdem, genau, können wir gleich noch ein bisschen hunten. Und hoffentlich noch ein paar Elektroteile bekommen. Die Pixel sind eigentlich relativ bockwurst, muss ich zugeben. Und Leder, ja, Leder kann man auch mal gebrauchen. So, dann snacken wir nebenbei nochmal was. Damit wir wieder auf volle Energie kommen. So, hallo. Okay, der verliert einfach gar nichts mehr. Der hat auch einen Auftrag für uns. Morgen. Nee, will ich nicht. Geht der Auftrag irgendwann weg, wenn ich zu weit weg bin? Nee. Tut mir leid. Ich glaube, ich habe erstmal genug Aufträge. Ja, wenn ich jetzt nur einen gleichzeitig transportieren kann oder eskortieren, dann werde ich das Ganze auch lassen und die anderen Aufträge einfach abbrechen. So, jetzt sind wir wieder im sinnlosen Bereich, wo wir eh nur laufen. So, was haben wir denn? 16 Wolfram. Sehr gut. Das sollte dann reichen, damit wir die nächste Workbench bauen können. So, Quest folgen. Das auch links. Auch links. Ja, die werden alle da hinten sein. Eskortiert. Eskortiere Harriet. Cody's Eskorte. Eskortiere Ash. Geiselnahme. Depths of the Florian Hunting Grounds im Westen gesehen. Kannst du ihn für mich finden? Sollte möglich sein. So, und wenn ich mir den Pfeil oben angucke, ist er tatsächlich wieder in dieser komischen
unterirdischen Basis da von den Typen. Die ja theoretisch jetzt gegnerfrei sein müsste, ne? Wir haben ja eigentlich alles geklärt. Ich hoffe nicht, dass jetzt hier auch neue gespawnt sind. Okay, da ist gerade irgendjemand hinter uns teleportiert. Ja, hier müsste jetzt theoretisch 4 Leute sein. Hallo. Oh. Hallo. Alter, what? Ich glaube, das ist die Geiselnahme. Ja, das sollte die Geiselnahme sein. Alles klar. Bringe Shana sicher zurück. Kann ich denn jetzt alle mitnehmen? Ey, ich spring da ja nicht runter, sag ich dir. I'm so lost. I'm so lost. Geil. Hallo. So, theoretisch müsste ich jetzt mit 4 Leuten im Schlepptau einfach mal wieder in den Heimweg antreten. Kommen die jetzt alle mit? Ja, geil. Das ist ja geil. Okay, dann ist es doch sinnvoll, dass ich nochmal zurückgegangen bin. Weil für 4 gleichzeitig erledigte Quests, da kann ich mir die ganzen Belohnungstüten auch mal abholen dafür. Heile ich eigentlich noch nebenbei? Sieht irgendwie nicht so aus, ne? Was ist denn eigentlich die 5? Alter! Bienennester, geil! Ich habe einfach mal Bienennester gefunden. Ah, was ist das hier? Ava's Mormon. Zack, einführen. Ah, sehr gut, dann laufen wir noch ein bisschen schneller. Ah, was können wir jetzt noch hinlegen oben? Potatoes, die werden nämlich auch bald schlecht. Und das wird auch bald schlecht. Gut. Ist das eine Spinne? Nee. Stirbt das wieder rum jetzt? Ja. Direkt über unserem Kopf ist es verbrannt. Okay, es sah wieder aus wie so ein Knochen. Na. Ein wenig Leder. So. Bevor ich mich jetzt wieder durchs Haus quäle. Springen wir diesmal einfach übers Haus rüber. So. Oh. Ja, da hat einer Hühnchen verloren. Sehr schön. Rohes Geflügel sogar 2-mal. Nice. Können wir uns wieder schöne Sachen verkochen. Ja, wenn ich jetzt die Aufträge abgegeben habe, dann geht's auch direkt wieder nach Hause. Denn erstens will ich die ganzen Sachen kochen. Und außerdem will ich gucken, ob wir endlich genug Ressourcen haben für den Kühlschrank. Hallo. Okay, das dürfte sich erledigt haben mit dem ersten Vieh. Müsste eigentlich gleich sterben. Ja, naja. Vielleicht kommt der Loot irgendwann runter. Schade, wenn nix. So, müssen wir jetzt nicht mal langsam. Sehr schön. In der Wohnwagensiedlung sein. So. Wer sucht denn alle Kumpels? Hier. Einmal. Zweimal. Zack, 3-mal. Und wo ist der letzte? Hallo? Hallo, hallo? Hallo? Eskortiere Harriet. Quest folgen. Ist sie jetzt so weit nach rechts gelaufen? Ah, da ist er. So, sehr schön. Das war's erstmal für diesen Planeten. Quests habe ich erstmal keine Lust mehr. Und wir begeben uns auf Zeta Beta 3. Werden natürlich auch nochmal ganz kurz gucken, wie es mit unseren Geschenken aussieht. Ah, sehr schön. Die Pflanzen sind alle gewachsen.
Da haben wir leider keinen neuen gefunden, aber naja. Dafür haben wir schöne Geschenke. Ein Manipulator-Modul. Ein paar Wurfdegger. Wurfdolche. Ach du Scheiße, 15 Signalfackeln. Und Tomatensamen. Die finde ich sehr gut. Tomato Samen. Zack, einmal bitte. Und die Samen kommen dann hier rein. So, sonst haben wir nichts an Samen. Sehr schön. Haben wir jetzt also auch Tomaten. Baumwolle einmal ernten. Den Rest lasse ich jetzt mal ganz kurz. Irgendwann werde ich auch mal ein paar größere Felder anbauen. Wo wir dann einfach immer schön abernten können. Und dann auch, ja, nicht nur einmal oder eine Pflanze von allen anbauen, sondern ja, so viel wie möglich. So, wir gehen erstmal runter und schmelzen alles ein, was wir haben. Aber nicht hier, sondern da. Copper. Oh ja, 6 Stück. Okay. Silber. Auch 6. Wolfram haben wir, glaube ich, 8. Genau. Und genau dieses Wolfram werde ich jetzt auch brauchen. Nämlich. Nein! Ah, sehr gut. 10 Stück brauche ich, wenn ich mich recht entsinne, für den Bau der nächsten Werkbank, nämlich dieser fossilen Brennstoff. Genau, fossilen Station, sehr schön. Verwenden, um fossile Ausgrabungswerkzeuge und Vitrinen herzustellen. Ja, Wahnsinn. Ich bezweifle zwar so ein bisschen, dass ich das brauche, aber gut, fossil war Erde, also machen wir die ganze Sache einfach mal hier unten hin. Hallo. Ich kann machen. Einfacher Fossilienpinsel. Kann einmal verwendet werden, um ein Fossil mit begrenztem Erfolg auszugraben. Large Fossil Display, Medium Fossil Display, Small Fossil Display. Alles klar. Eine mega sinnlose Anschaffung, die ich hier gerade getätigt habe. Naja. Gut. Hauptsache, wir haben es mal. Was haben wir hier drin? Knochen, sehr gut. Es ist ein Knochen. Wie erstaunlich. So, hier kommt rein. Das, das und das. Phasematerie, das kommt dahin. Ach so, genau, eine statische Zelle. Da brauchte ich... Nein. Doch. Nein. Ach da, die Werke steht da direkt daneben. Und zwar Creeds. Ah, 2 Wolframbarren. Oh, haben wir doch, oder? Jawohl. Und damit können wir uns einen wunderschönen Kühlschrank bauen. Mini-Kühlschrank herstellen. Yes. Damit bleiben also unsere Sachen schön frisch gekühlt und verderben nicht mehr. Ja, komm, baue ich jetzt einfach hier hin. Ist ja egal, ich kann da eh durchlaufen. Gekühlter Behälter. Und da kommt dann einfach mal alles rein, was hier in der Kiste ist. Ach, das waren die Samen. Scheiße. Alles rein, was hier drin ist. So, Samen, 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 Samen. Was ist das? Achso, verfaultes Essen. Ekelhaft. Gut. Dann kommt das hier wieder dort hinein. Das behalte ich nochmal alles. Was haben wir denn hier? Schnabelsaatsamen. Die haben wir noch übrig. So, Schnabel... Was? Schnabelsamen? Achso, Nahrung. Alles klar. Und Bonobos. Ja, die habe ich alle da oben drin. So, wir nehmen erstmal alles, denn ich würde gern ein wenig köcheln mit euch. So, zum Abschluss dieser Folge noch. Wir gucken erstmal, was wir machen können. Ah, Fleischeintopf. Nice. Ach, halt. Nee, ist egal. So, einmal Fleischeintopf.
Und wir schaffen es jetzt, Schäferkuchen zu machen. Schäferkuchen? Wo auch immer. So, Maispackers. Schnabelsamen und getrocknetes Korn, ein häufiges Studentenfutter oder das Cerealienfrühstück der Avianer. Machen wir. Haben wir auch. Hier kann man nichts Neues machen. Da auch nicht. Chocolate. Da auch nicht. Und hier auch nicht. Was bräuchten wir denn? Ah, Tomaten und Mais. Ja, für Mais kommen wir auch mal Mais wahrscheinlich. Ja, Milch. Milch, wenn wir... Dann müssen wir uns Kühe anschaffen. Kann man theoretisch auch noch in Angriff nehmen. Hier brauchen wir, glaube ich, überall Zucker dafür, ne? Ja, Zucker, Zucker, Zucker. Stachliger Keks, Milch, Zucker, Ei, Popcorn, Zucker und Zucker, Zucker, Zucker. Ja, Zucker. Wir brauchen unbedingt Zucker. Kaffeebohnen kennen wir auch noch nicht. Kiwi und Trauben haben wir auch noch nicht. Ja, Wasserflasche. Und hier bräuchten wir Zucker und einmal Zucker. Also nicht geeignet für uns. Kriegen wir hier noch irgendwas hin? Auch nicht. Gut, dann kloppen wir den Rest wieder in die Kiste und ich verabscheue mich bei euch für diese Folge. Okay, das Fleisch machen wir hier rein. Das verdünnt mir sonst zu schnell. Ja, ich verabschiede mich für diese Folge von euch. Hoffe, das hat euch erst einmal wieder gefallen. Lasst Daumen da, Kommentare oder auch Abos. Und ja, würde mich freuen, wenn wir uns dann in der nächsten Folge von Starbound, die hoffentlich demnächst wieder kommen wird, auch wiedersehen werden. Also, bis dahin erstmal vielen herzlichen Dank. Ciao und tschüss.